Wenn du in der Öffentlichkeit bist, können der Druck und die Erwartungen an dich schon ziemlich hoch sein. Da ist es auch kein Wunder, dass der ein oder andere Star sich deswegen ziemlich hängen lässt. Wenn du neu auf diesem Kanal bist, abonniere diesen und gib dem Video ein Like. Heute mit 5 Stars, die sich mächtig gehen lassen haben. Los geht's. Rob Kardashian. Von allen Kardashians ist Rob derjenige, der sich am meisten hängen lassen hat und massiv an Gewicht zugelegt hat. Als der Reality-Star dicker wurde, zog er sich auch direkt allgemein von allem sehr zurück. Aber nachdem er sich schon so gehen lassen und sich schon in seinem Haus versteckt hat, merkte Rob, dass irgendwas nicht richtig läuft. Er verdankt nun seinen starken Gewichtsverlust Black Kiner. Das ist das Mädchen, in das er sich verliebt hat und mit der er schließlich auch heiratete. Denn man kennt es ja, wenn man geheiratet und ein Baby hat, kann man sich sicherlich wieder mal zum Ziel setzen, sich mehr zu bewegen. Im April 2016 gab er bekannt, dass er schon auf dem halben Weg bis zu seinem Traumgewicht von 90 Kilo ist. Er startete mit 135 Kilo und schafft es bisher auf ganze 112 Kilo runter. Respekt. Leonardo DiCaprio. Ja, auch der beliebte Schauspieler Leonardo DiCaprio lässt sich ziemlich stark gehen. Aber trotz seines runden Bauchs lieben die Frauen ihn immer noch. Zumindest seine Fans. Leonardo befindet sich aber momentan definitiv ziemlich weit davon entfernt von einem gepflegten, dünneren Aussehen. Der Bart, die dickeren Wangen und so weiter sind aber alles natürlich nur Anzeichen dafür, dass der Mann sein Leben in vollen Zügen genießt. Was auch sonst. Christina Aguilera. Als Christina im Showbusiness angefangen hat, war sie noch ziemlich dünn bzw. normal. Aber als die Sängerin dicker geworden ist, bekam sie direkt einen Shitstorm von Kritikern, die angeprangert haben, dass sie sich nicht so hängen lassen soll. Das hat sie doch nicht nötig. Und es waren nicht nur einfache anonyme Online-Hater, die ihre Gewichtszunahme hateten. Nein, auch Kelly Osbourne bezeichnete Christina als fett. Ab diesem Punkt fing Christina an mit Yoga-Stunden und einer ziemlich strengen, gesunden Diät. Sie erwähnte in dem Magazin Woman's Health im Jahr 2016, dass sie endlich eine Balance gefunden hat, die bei ihr anscheinend funktioniert. Dann hoffen wir mal, dass dies weiter so anhält. Russell Crowe. Russell Crowe ist der Mann, der für die Gladiatenrolle ziemlich gut trainieren musste. Aber er schaffte es letztendlich nicht, in dieser durchtrainierten Form zu bleiben. Der Schauspieler schockierte seine Fans, als entdeckt wurde, dass er extrem zugenommen hat. Er wog stolze 122 Kilo im August 2015. Aber bis März 2016 schaffte er es 24 Kilo von seinem ursprünglichen Gewicht runterzugehen. Er erwähnte in der australischen Radioshow Fritzi und Whipper, dass er wieder trainiert, um einen Charakter im Film Nice Guy spielen zu können. Vin Diesel. Vin Diesel war für einen kurzen Moment Millionen Meilen von seinem durchtrainierten Aussehen entfernt. Das erkannte man, als jemand ihn ohne Shirt auf einem Balkon gesnappt hat. Allerdings eine Woche später postete er ein Bild auf Instagram, wo er zeigte, dass er wieder ziemlich gut in Form ist. Um so ein Ergebnis in so kurzer Zeit zu erreichen, also Respekt dafür. Da müsste er locker 24/7 trainieren, um so schnell wieder eine gute Form zu bekommen. Krasse Leistung. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Video ein Like und wenn ihr die letzten Videos noch nicht gesehen habt, dann klickt hier und abonniert den Kanal für noch mehr coole Videos. Und damit haut raus, wir hören uns das nächste Mal. Bye.